Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Wir stehen immer noch im Adelmann-Dock und haben jetzt soweit unsere Vorräte ein wenig aufgestockt. Ich habe auch meine Waffen mal eben ausgetauscht und die Impulslaser durch etwas Größeres ersetzt. Ja, ja, du stehst doch im Adelmann-Dock. Ich fliege dann jetzt auch mal los, ja. Wir haben uns jetzt mal auch dafür entschieden, den Kampfbereich jetzt mal zu... Also dass wir jetzt mal einen anderen Kampfbereich nehmen, sondern nämlich den, der etwas heftiger ist. Ja, wir versuchen es jetzt mal im heftigen Kampfbereich. Wir sind mal gespannt. Wahrscheinlich werden wir jetzt gleich schreien, wieder rausrennen, aber es ist immerhin eine nette Erfahrung. Immerhin. Ich habe mein Fahrwerk noch ausgefahren. Sehr gut. Immerhin können wir sagen, wir waren mal da. Ja. So langsam wie du bist, hast du dein Fahrwerk auch noch ausgefahren. Ich bin ja nur abgehoben und beim Abheben habe ich das Fahrwerk erst eingefahren. Ah, Massesperre. Nee, nicht mehr. Der Duselplanet ist ein bisschen im Weg irgendwie. Ja, es geht. Wir fliegen genau dran vorbei. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann können wir direkt dadurch abbremsen. Notstopp. Nee, das nicht. Aber wir werden ja sowieso langsamer, wenn wir in die Nähe des Planeten kommen. Ja gut, auf dem Stück hier beschleunigt man ja eh nicht so stark. Ja, genug, um danach langsamer zu werden. Jetzt gesagt genug, um trotzdem dran vorbeizuschießen. Nein, nicht unbedingt. Aber wenn man zu dicht am Planeten dran vorbeifliegt, dann wird man echt so langsam, dass... ja. Das ist lächerlich. 150 Kilometer pro Sekunde. Okay, hier ist verdammt viel los. Aber jetzt... Ja, es geht. Also, ja, vielleicht doppelt so viel wie davor oder so, aber... Okay. Was für Fraktionen gibt es hier? Wahrscheinlich dieselben, oder? Naja, mal schauen. Wir überhaupt noch mal wählen? Ja, ja. Welche nehmen wir? Die Coordinate war das, ne? Moment, ich guck lieber noch mal. Ja. Okay. Huch, ich fliege ja schon wieder raus. Jetzt werden wir es wahrscheinlich erst recht nicht mehr schaffen, uns auf ein Ziel zu einigen. Ah, da kommt der erste S, den ich sehe. Ja, sehr gut. Ja gut, ich meine, wir sehen ja immer noch, wer was markiert hat, aber ja. Ja, aber das dann zu finden hier? Ich kann für nichts garantieren. Ah, Moment, ich sehe, was du markiert hast. Ich habe meine Bratlaser habe ich rausgepackt, ja. Die sind nicht zu übersehen. So, Moment, jetzt muss ich mal die Mehrfachgeschütze ausprobieren gleich. Ah, okay, die sind nicht übel. Die mag ich. Kann man mal machen, ne? Die verbrauchen aber... Ach so, ich sollte mal vielleicht meine ganze Energie wieder auf die Waffen legen, dann... Das ist vielleicht von Vorteil, ja. Habe ich auch Energie für die Waffen übrig. Ja, eventuell liegt's daran. Und ich habe schon gedacht, die Mehrfachgeschütze brauchen so viel. Oh, ich werde angegriffen. Was ist da los? Los, es Brat! Die hält aber ganz schön viel aus. Ja, doch. Das ist nicht ohne. Ja gut, wer schießt da jetzt noch drauf? Ich glaube, schießt du da auch gerade drauf? Ja. Ja, dann sind es gerade nur zwei Leute. Ne, ich sehe drei Laser. Ah, okay, jetzt ist ein dritter, ja. Ach komm. Oh ja, fast noch getackelt. Sehr gut. Also hat leichte Brandspuren an der Unterseite. Vom Laser. Auch nicht schlecht. Ja, 9, 8. Oh nein. Was? Warum Schilde sind wieder da. Warum hat die wieder Schilde, ey? Was soll das? 5%. 5% und dann kriegst du Schilde. Und, komm schon. Jawohl, weg. Geht doch. Hui. 14.000. Sehr schön. Nee, ich glaube auf die Balcher da wollen wir nicht. Da hinten ist eine Python. Ah, ich sehe, was du markiert hast. Oh, die sieht doch nicht schlecht aus, oder?
Die wird gerade noch von zwei anderen Seiten Nein, von einer anderen Seite. Doch, von zwei anderen Seiten beschossen. Ja, Schilde sind auf jeden Fall schon mal runter. Ja, da gehen wir drauf, würde ich sagen. Machen wir ein bisschen Party? Ja. Python im Schlafrock gibt's dann? Vorausgesetzt, ich komme auch nur an, so. Das ist ja nicht schlecht. Wenn man die Mehrfachgeschütze aktiviert, hat man das Gefühl, man macht gleich viel mehr Schaden. Dabei schießt man einfach noch viel mehr. Aha, Shooting Intensifies. Ja, aber echt. Die Dinger sind ja schon richtige Maschinengewehre. Mal gucken, wie lange deine Munitionsvorräte reichen. Oh, ich hab noch 1650 plus 71. Ich glaube, die reichen tatsächlich länger als die von den Kanonen davor. Ja gut, die Kanonen waren auch so blöd und haben sich immer selbst leer geschossen. Also, das muss man jetzt auch noch dazu sagen. Ja, nein, das muss man nicht dazu sagen. Das ist offensichtlich. Das muss ja keiner wissen. Also die Bratlaser sind auch nicht schlecht, muss ich ja sagen. Vor allem wenn man einen neuen Energieverteiler hat und dann alles auf die Waffen schiebt, dann ja, ist man irgendwie am Dauerbrutzeln. Da habe ich eher den Eindruck, dass mir das Schiff vor der Nase wegfliegt, als dass ich dann aufhören muss, da drauf zu ballern. Ach ja, 24%. Ja, 20. Sie schmilzt vor sich hin. Oh, sie möchte abhauen. Oh, oh, ja. Und ihr Schild ist gleich wieder da. Das ist nicht gut. Ihr Schild ist wieder da. Och, nee, ey. Was? Hast du mich gerade... Nein, das hat... Irgendwer hat mich gerade volle Kanne gerammt. Nee, ich weiß nicht. Ja, jetzt sind die Schilde wieder runter. Brutzel! Los! Fett getackelt. Jawohl. Oh nein. Nein. Weg. Ach komm, sie hat nur 11% gehabt. So ein Mist. Schade. Under attack. Oh, irgendwas greift mich an. Was ist da los? Ja, mich greift eine Python an. Ich glaube, da will ich nicht drauf gehen. Oh, die ist noch komplett. Das muss nicht sein. Da hinten ist noch eine Asp, die leidet gerade ein bisschen. Ist sie kaputt? Nee, okay. Nee, 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 nein, das war die Python, verdammt. Ist jetzt bei 84% ohne Schilde. Da kann man ganz gut noch mit drauf gehen. Ich brate mir eine Asp. So in der Art. Gut durch, ja. Gut durch muss sie sein. Oh, jetzt geht auch noch eine Anaconda mit drauf. Okay. Die Esp macht's nicht mehr lange. Nein. Ich glaube, die Esp will abhauen. Wenn ich die Esp wäre, würde ich... wenn ich in dem Schiff sitzen würde, würde ich jetzt auch abhauen wollen. Ja. Ach nein, verdammt, die Esp hat mich verwirrt. Ich auch so, nein. Da hilft nur eins. Frontal drauf und ram. Los. Oh Gott. Da war ich jetzt wirklich kurz vor. Ich bin leider knapp dran vorbeigeflogen. Nein, komm schon. Verdammt. Nein. Jetzt habe ich aus Versehen die andere markiert. So ein Scheiß. Da ist eine Vulture. Nein. Ich habe die erst noch markiert. Also ja, das sollte irgendwo ein Plus zu sehen sein. Ja, ich suche gerade die Markierung. Da ist er. Nein. Oh nein. Jenes Timing. Ich habe sie genau so markiert, dass in dem Moment, wo ich sie markiert habe, waren die Schilde noch unten. Dann habe ich sie markiert quasi. Dann sind sie wieder aktiv geworden und kurz danach, blöpp, waren sie wieder weg. Ja, tot. Ich wollte gerade sagen, die ist schon hin. Ja. Da ist eine Python, die gerade von allen Seiten beschossen wird. Oh ja, die hat auch keine Schilde mehr. Die nehmen wir mit. Kostet ja nichts. Brät ja nur.
Ja, oh. Bin ich verwirrt. Ja, ich auch. Irgendwie konnte man den Zielmodus, glaube ich, auch umstellen bei den kardianischen Waffen. Ja. Weiß aber leider nicht wie. Ich habe sogar die Option schon gefunden, aber ich wollte es nicht machen, weil ich keine Ahnung habe, was das dann ändert. Ja gut, dann schießt du ja halt Star drauf. Wenn du immer noch ordentlich zielst, dann müsstest du ja noch treffen. Ja, ja, wenn. Ja, das muss man natürlich... Also, wenn das automatische Zielsystem deaktivierst, damit es nicht verwirrt ist, dann musst du halt schon selbst zielen können. Das ist richtig. Oh, oh Gott, schon wieder. Wie viel hat die denn von diesen Täuschkörpern, ey? Zu viele. Da hilft nur so nah ranfliegen, dass das nichts mehr ändert. Da hilft nur ranfliegen und treffen. So nah ranfliegen, dass man bei so einem Winkel trotzdem nicht vorbeischießen kann. Ach, 33%. Jetzt kann sie sich ihre Täuschkörper gleich in der Pfeife rauchen. Ach komm, was für ein Winkel. Schon wieder. Ach komm, ich stehe doch neben dem Ding. Geh mir nicht auf die Nerven damit. Mensch. Los, treff doch. Was soll das? Wo ist denn die Option für das Deaktivieren des automatischen Ich Ziel? Weiß nicht, wir sollten jetzt aber drauf gehen, bevor die wieder abhaut. Ja, ja. Ich stehe ja gerade daneben und schieß drauf. Weg. Sehr schön. So, wahrscheinlich bei 4 irgendwo. Ja, bei Funktionen wahrscheinlich. Geschützturm-Modus? Ja, Geschützturm-Modus wahrscheinlich, ja. Vorwärts feuern, kann ich gar nichts gegen machen oder ändern? Ah, ich auch nicht. Das ist, glaube ich, auch nur für, wenn du Turmwaffen hast. Achso, ja, ja, logisch. Macht's irgendwie Sinn. Da, Waffen-Visier-Modus. Nachziehen, vorhalten, nee. Ach, was weiß ich. Ich weiß es auch nicht. Muss ich mal nachschauen irgendwann. Sind wir so weit weg von dem Kampfbereich oder bin ich jetzt einfach so weit weggeflogen? Wir sind beide einfach in die falsche Richtung geflogen. Da hinten ist noch eine Viper, die Oak, die ist gleich tot. Die hast du gerade noch markiert, oder? Ja, aber ich glaube, die werde ich nicht mehr erreichen. Die hat noch 5% und entfernt sich immer weiter von mir. Ich glaube, die will abhauen. 3, 2. Einfach mal nach vorne schießen, in der Hoffnung, dass man trifft. Nein. Definitiv nicht. Schade. Ach komm, ich sehe keine Gegner. Ich auch nicht. Wir sollten mal wieder zum Kampfbereich fliegen. Alles grün hier. Ja, wie gesagt, wir beenden die Konflikte hier immer ganz schnell. Ach komm, ich bin schon wieder 9 Kilometer entfernt von dem Kampfbereich. Ja, bei mir auch. Aber es wird ordentlich davor gekämpft. Aha. Ein Igel? Ja, genau. Ein Igel, der gleich etwas verkokelt. Ist leider noch etwas weit weg. 5 Kilometer. Hm, bist du gerade genau neben mir? Nein, hinter dir. Ich sehe dich vor mir. Ah, okay. Du bist, glaube ich, schneller unterwegs als ich. Wie viel fliegst du? Nee, halt, das war's nicht du. Ich flieg grad 197. Moment. Ich flieg grad 190. Falsche Markierung da. Jetzt bin ich vorbeigeflogen. Katsching. Oh. Ist ja schon platt. Ja, 4000. Hoppla. Gut. Oder läuft. Da fliegt eine Python, da ballern gerade alle drauf. Die hat zwar noch Schild, aber. Wo. Ich hab's markiert. Ja, Moment, ich muss drehen. Ah, da. Jetzt hat sie keine Schilder mehr. Das war's dann. Boah, what the fuck, wer hat mich denn jetzt? Wer war das? Ich war's nicht. Doch, du warst es. Nein, ich hab dich nicht gerammt. Ich hab doch gerade geguckt, wie du weggeflogen bist. Ja, aber ich hab dich nicht gerammt, ich hab nichts gemerkt. Ja, das kannst du in der Aufnahme da nochmal anschauen. Das ist mein Ernst, ich hab keine Erschütterung bemerkt und nichts. Ja, keine Ahnung, du hast mich mit dem Antrieb getroffen. Aber ja gut, mit dem Antrieb dafür kann ich nichts.
Ja, du bist quasi so in mich reingeslidet. Von oben, allem in dem Getümmel hier. Professioneller Schiffe beiseite Räumer. Schiffe versenken, sag ich doch. Also irgendwie hat die Python gerade so ein bisschen was von so einem Drehspieß. Ja. Weil ich brat so in einer Tour drauf und die dreht sich so einfach schön um die eigene Achse. Ja, aber echt. Wie irgendwie, keine Ahnung, so ein Schwein, was ein Braten überm Fleisch hängt, weißt du? Über, genau. Er setzt das Fleisch durch Feuer und dann hast du einen sinnvollen Satz. Okay. Ach ja, die Python, das gute Brathähnchen am Spieß. Genau, das ist sehr bekömmlich auch. Leicht knusprig, ja. Es gibt nur ganz leicht. Einige Länder, in denen Schlange Nationalgericht ist. Oder generell Schlange. Ich glaube, Nationalgericht gibt es, glaube ich, nirgends eine Schlange. Ich habe keine Ahnung. So Länder, die tendenziell viele Probleme mit solchen Tieren haben, die neigen ja dazu, sie aufzuessen. Zumindest machen das asiatische Völker ja irgendwie gerne so. Ja, okay. Ich bin jetzt bei 110.000 Credits. Ich bin jetzt auch bei 110.000. Haben bisher also alle Schiffe zusammen abgeschossen. Ja. Da ist eine Esp. Und was hast du da markiert? Auch eine Esp. Ach, super. Aber ich nehme lieber die du markiert hast. Die hat weniger. Ich wollte gerade sagen, die ist nicht mehr ganz so lebendig. What the fuck? Oh. Irgendwelche letzten 37% mit einem Schlag mitgenommen. Nehmen wir die andere. Nein, das ist eine Vulture. Ich habe die gerade markiert, auf die gehen auch gerade alle drauf. Die Vulture oder die? Die Vulture. Okay. Oh ja, da ist er ja direkt vor mir. Jawohl. Das ist schon... Na, noch hat sie schon. Von allen Seiten. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir hier Blitzkrieg. Blitzkrieg. Ja, buchstäblich. Es blitzt überall. Und sie hat nur noch 83%. Ja. Ja. Dass die immer diese Täuschkörper am Start haben. Ja. Nein. Die dann aber auch alle schön kreisförmig um das Schiff herumfliegen, was sie abschießen. Ja, aber echt von allen Seiten. Einmal im Mittelpunkt stehen. Einmal. Ja, einmal reicht ja auch. Ja. Einmal und nie wieder. Okay. Auf ein Schiff können wir noch gehen, dann sind meine Mehrfachgeschütze auch wieder leer. Ach ja. Ja, da hast du gar keine Waffen mehr, ne? Oder? Ja doch, die Impulslaser. Achso, ja stimmt. Ja. Ich meine, hast du mal geguckt, ob die andere Station Munition verkauft? Nein. Oh, noch oh Moment, ich hab da... Oh, zu spät. Cobra? Nein, ich weiß nicht, was du gerade... Ich hatte da gerade eine Esp, aber die war in dem Moment, in dem ich sie anvisiert habe, tot. Okay, dann nehmen wir die Cobra. Ja, nehmen wir die Cobra. Irgendwer greift mich an. Na, wahrscheinlich die Cobra. Möglich. Hm, wer weiß. Die wird gerade ganz schön durchlöchert von meinem Mehrfachgeschütz. Das war irgendeine Python, die ich glaube ich angegriffen hat. Oh, die hat schon 88%. Das geht schnell. Schön draufbraten und dann ist da nichts mehr. Jetzt habe ich noch genau 30 Munition. Die Cobra ist noch nicht tot. Nein, aber meine Munition jetzt. Bleiben nur noch die Impulslaser. Na gut, ich bin gerade auch die ganze Zeit, seitdem meine Kanonen leer waren, mit nur Impulslasern rumgelaufen. Geflogen. Ja, geflogen. Hab mich damit fortbewegt, ja.
Komm schon. Oh nein. Das war unnötig. Das war unnötig. Ziemlich. Oh ja. Wetten, die will abhauen? Würde mich jetzt nicht überraschen. Ah, sieht noch nicht so aus. Nee, nee, will sie nicht. Fliegt mir direkt entgegen. Ja. Ah, das war's jetzt mit dem Film. Wahrscheinlich auch mit der Cobra. Jawohl. Weg. Okay. Fliegen wir mal wieder weg hier. Nehmen wir mal... Warte mal, was war jetzt mit der weiter entfernten Station? Was? Schilde deaktiviert, was? Nein! Was zur Hölle? Was passiert hier gerade? Was ist da los? Ich weiß es nicht. Backst du gerade rum? Nein, ich werde gerade beschossen von irgendwas, das mich ziemlich heftig getroffen hat. Das hat einfach mal meine Schilde zerstört in Sekunden und ich habe nur noch 76%. Würde schnell das Weite suchen. Ja, ich bin gerade dabei. Ich bin, glaube ich, aus dem Radius raus. Okay. 150.000 Credits, wir fliegen nochmal zum Adelmann-Dock, würde ich sagen. Meinst du? Ja, jetzt nochmal schnell, dass wir da die Folge beenden können und dann suchen wir uns für die nächste Folge was anderes. Okay. Oh, vielleicht mal die Waffen einfahren. Wäre mal eine Maßnahme. Ja, ich muss jetzt natürlich genau durch den... Ah nein, ich muss auch nicht genau durch den Planeten. Nochmal Glück gehabt. Frameshift Drive charging. 4, 3, 2, 1, engage. So. Es wäre echt also die Stelle hier wäre echt perfekt, wenn dieses dämliche Dock Munition verkaufen würde. Ja. Dann könnte man hier richtig schön Credits farmen. Ja, definitiv. Ich kaufe mir jetzt gleich wieder meine Kanonen wieder zurück, die sollten ja da noch gelagert sein. Dann gleich so, Plot-Twist. Sie sind es nicht. Genau. Sag mal, wieso ruckelt's denn jetzt so? Bei mir ruckelt nichts. Bei mir schon, irgendwas macht Windows, glaube ich, gerade im Hintergrund. Windows 10 sagt wundern. Hallo zu automatischen Updates. Ich glaube auch. Um die Uhrzeit auch genau der richtige Zeitpunkt, um sowas zu machen. Ja, eigentlich schon. Ah, Landeplatz 1. Wenn ich jetzt auf Landeplatz 2 bin, haben wir genau getauscht. Ja. Hier ist ja auch mal nicht so richtig viel los. Obwohl da direkt zwei Kampfzonen in der Nähe sind. Ja, wahrscheinlich, weil die keine Munition verkaufen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Chef, mach langsamer. So. Auch von der falschen Seite dran geflogen. Sehr gut. Ja. Wie immer. War bei mir bei der Platz 1 vorhin auch so. Ja, bei dem anderen war das aber auch so. Also bei der Platz 2. Also ich bin jetzt genau bei 150.000 Credits. Jetzt habe ich mich ganz konfus verdreht. Ach, da muss ich hin. Okay. Hallo, was habe ich jetzt gemacht? Gibt's keine Landeerlaubnis? Ich habe das Ziel ausgewählt, kein Wunder. Ja. Irgendwie hat mich das am Anfang auch getrollt, dass man nur über die Kontakte die Landeerlaubnis kriegt und nicht über das Ziel. Ich bin schon wieder auf der falschen Seite. Und das Fahrwerk sollten wir vielleicht mal ausklappen, so 2 Meter über dem Boden. Ja, das wäre vorteilhaft. Sonst knuspert das immer so beim Landen. Ja. Ich bin gerade etwas schräg im Anflug, dass ich nochmal die Kurve kriege, um successful. Richtig rum hinzukommen. So, wir haben gelandet. Das war ein spektakulärer Anflug meinerseits. Aber ich bin nur fast auf Kollisionskurs gewesen. Nur fast ein bisschen. Perfekt. Geschafft. Ich bin immer noch fasziniert davon, dass auf einmal die Lautstärke von der Lied leiser wird, sobald du anfängst zu reden. Ich weiß nicht, ob das jetzt von Windows 10 irgendwas Neues ist oder von was sonst, aber... Ich glaube eher, dass das mit dem Sprachchat zusammenhängt. Ja, aber ich habe den Sprachchat doch deaktiviert. Ja, dass es rumbuggt. Wäre jetzt irgendwie am logischsten. Weil Windows weiß ja eigentlich... Ja, wobei...
Oh, ich wäre mir nicht so sicher, ob Windows das nicht weiß. Also ich weiß wohl, dass Windows, zumindest bei Windows 7 automatisch die Lautstärke von allem anderen runterregelt, wenn du jetzt in Skype oder so angerufen wirst. Also generell so... Vielleicht, ja, das kann sein, dass ich das noch nicht deaktiviert habe. Wie gesagt, ja, aber erst ja heute erst. Das sollte er eigentlich nur machen, wenn du angerufen wirst oder wenn du anrufst in dem Moment und dann nicht irgendwie nachher regeln. Kann natürlich sein, dass Microsoft das geändert hat, aber keine Ahnung. Ja, kann ja sein, dass Microsoft das mit TS jetzt genauso macht. Alles, was irgendwie VoIP macht oder Voice-over-IP. Ja, so irgendwas. Gut. Naja, gut. Bist du dann, da? Ja, ich bin da. Ich würde mal sagen, wir machen Schluss jetzt, oder? Auf welchem Landeplatz warst du jetzt? Gute Frage. Keine Ahnung, ich glaube 2. Ja, okay, dann haben wir genau getauscht. Wieso habe ich... Ja, das? Doch, es war 2, definitiv. Ich gebe mir vielleicht noch kurz die Belohnung ab. Achso, ja, das könnte ich auch noch machen. Und noch schnell meine... Hä, Moment. Ich hab die doch abge... Oder? Moment. Moment. Keine öffentlichen Kampfbelohnungen, sagt er. Ja, es kann sein, dass das... Bei Transaktionen zeigt er mir aber noch 150.000 an. Oh, schön. Hä? Meine Kanonen werden... Gibt's nicht mehr zum Rückkauf. Sehr gut. Keine Kanonen für mich. Sehr gut. Okay, da wird nichts angezeigt. Warum nicht? Na dann. Dann muss ich mir halt woanders neue kaufen. Ich bin jetzt auf jeden Fall bei 1.939.420 Credits. Ich bin bei 615.000. Gut. Aber trotzdem zeigt er mir unter Transaktionen immer noch. Ja, das kann sein. Das steht bei Transaktionen als noch eine Weile. Ach so. Okay. Steht bei mir gerade auch noch da. Ja, gut. Das dauert eine Weile, bis er realisiert hat, dass man das schon abgeholt hat. Schade, dass man es nicht direkt nochmal abholen kann. Ja, habe ich auch gedacht. Also dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.